So, da bin ich wieder. Immer noch wieder Zelda. Wir waren bei James Bond stehen geblieben. Und ich glaube, der erste James Bond, der jedem einfällt, ist Goldfinger. Zumindest den, die James Bond ein bisschen länger kennen. Die anderen kennen ja James Bond meistens nur ab Pierce Brosnan mit GoldenEye oder jetzt halt mit Skyfall oder mit Casino Royale. Jetzt muss ich doch zwei Videos daraus machen, weil ich einmal unterbrechen musste. Naja, egal. Es gibt eine Graupe in dieser ganzen. Na, doch drei Graupen fallen mir jetzt spontan ein. Im Geheimdienst Ihrer Majestät, Diamantenfieber und Quantum Trost. Moonraker ist ein bisschen futuristisch, aber man hat mal versucht, James Bond in die Zukunft zu verlegen, wie das später wohl alles aussieht. Wir können ja mal gucken, wie das jetzt hier bei mir aussieht. Hier sind saure Cola-Streifen. Lecker. Ja, jetzt kommen wir, finde ich, zur Krönung all dem, all dessen. Ich habe jetzt nur drei Sachen dafür rausgesucht. Aber das muss natürlich dann vernünftig gemacht werden. Mit dem Bild vorneweg, was der wohl glaubt, der größte Stunt aller Zeiten war. Oder irgendwie sowas habe ich da mal gelesen. Mal gucken, ob das vielleicht jemand kennt. Was man da nicht sieht, sind hier oben dran die Schnüre. Es handelt sich natürlich um die berühmte Serie Sherlock Holmes. Mit Jeremy Brett als Sherlock Holmes, Dr. Watson wurde einmal ausgetauscht in der Serie. Ich möchte dazu sagen, es ist die komplette Serie. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12 DVDs. Ja, und was soll ich zur Serie sagen? Die erklärt sich davon selbst. Ich und Sherlock Holmes. Ich habe von dem auch die Filme alle. Ich habe auch mit einem anderen Darsteller zwei Filme. Mit dem habe ich auch noch einen. Dann habe ich die beiden mit Robert Downey. Also ich habe sehr viel Sherlock Holmes. Und was absolut nicht fehlen darf, wenn man Sherlock Holmes Fan ist, meiner Meinung nach, neben den Büchern natürlich, die hier im in welchem Regal stehen die denn? In dem. Hinter den Wörterbüchern. Ja, ich habe Wörterbücher. Ist natürlich. Schönen Gruß an Marvin an dieser Stelle. Sherlock. Das ist jetzt die Staffel 2. Und hier ist die Staffel 1. Ich warte sehnsüchtig auf Staffel 3. Ja, was soll ich jetzt sagen? Sherlock Holmes in der Gegenwart von ja, unglaublich einfach. Ein Fall von Pink, das ist angelehnt an den ersten Fall von Sherlock Holmes. Das sind eigentlich viele Fälle gemischt. Natürlich darf auch hier Professor Moriarty nicht fehlen, auch wenn er hier nur ein Doktor ist. Den seht ihr da oben versteckt. Da oben ist er. Wer das nicht wer wissen will, wie der richtig aussieht, der soll bei mir mal in Skype reingucken. Oh, jetzt werden mich alle in Skype adden. Ja. Wunderbare Serie mit Bendik, oh Gott, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ich hoffe, der Marvin haut mich jetzt nicht. Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Wunderbarer Darsteller von Sherlock Holmes. Ich finde, es geht gar nicht besser. Endete in der zweiten Staffel mit dem. Zweite Staffel. Ich muss ja gucken, das ist ja so. Mit dem Tod von Sherlock Holmes, mit dem angeblichen. Und in der letzten Szene sieht man Sherlock Holmes aber noch stehen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Videos es gibt, die versuchen zu erklären, wie es passiert ist. Ich warte einfach ab und guck mal hinterher, wer recht hatte oder wer am nächsten dran war. Ja, jetzt habe ich zwei Videos. Ein kurzes, ein langes. Die werde ich wahrscheinlich gleich noch direkt hochhauen. Ja, ihr könnt mir ja schreiben, was ihr von der Filmsammlung haltet, ob ihr mir unbedingt noch einen Film empfehlen müsst, wollt. Die auch natürlich, müssen natürlich alle erschwinglich sein. Ich habe jetzt noch in der Warteliste halt Iron Man 3. Ich habe noch in der Warteliste Jumanji. Ich habe noch in der Warteliste Stirb langsam 5. Was habe ich noch in der Warteliste? Columbo Staffel 8. Was habe ich noch in der Warteliste? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das war es eigentlich. Ja, das war es eigentlich.
Ja, ihr könnt mir ja schreiben, was ihr von der Filmsammlung haltet, ob die gut ist oder schlecht ist. Ich habe gerade schon gesehen, die Qualität ist natürlich jetzt nicht so berauschend, aber was soll's. Ich gucke nochmal eben kurz rein, obwohl, ne, der hört ja das doppelt. Obwohl, ist ja egal. Löst er jetzt so, durch. So, hallo meine Freunde, der im Team waren, ist Haus, hingesetzt, hab mir den Film angeguckt. Ja, ich habe einen Bruder. Ausgenommen ist im Geheimdienst ihrer... Nee. Daniel Craig spaltet so ein bisschen, glaube ich, die 007-Gemeinde, auch wenn ich finde, dass er das sehr gut macht. Ich muss noch eben kurz hören, wann das Telefon geht. Das ist ein sehr guter Film nach der schlappen Quantum-Trost-Vorstellung. Ich glaube, soweit ich das weiß, hat er auch für weitere drei Filme bereits unterschrieben. Jetzt geht das Telefon, ich gehe doch am Stock. Boah. Ja. So, hallo. Ah, cool. Also wenn ich, ich muss wohl offenbar einen Moment warten, bevor ich das Video unterbreche. Ja. Damit ihr auch wirklich alles kriegt, weil ich habe beim Turtles-Video gesehen, dass mein bis neulich verschluckt wurde. Naja, was soll's. Also wenn ich jetzt gleich mich verabschiedet habe, lasse ich noch 2 Sekunden laufen. Wundert euch nicht. Ich werde dann augenzwinkernd in die Kamera gucken und dann sagen, bis neulich. Aber jetzt nicht mehr. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jo. Ich denke mal, die meisten Filme erklären sich von selbst in Serien. Ihr könnt mir euren Filmgeschmack schreiben, ihr könnt mir sagen, welche Filme ihr besonders toll findet, welche ich eigentlich eurer Meinung nach wegschmeißen könnte und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist nicht nur stellvertretend für alle, also ich musste schon eine zweite Schublade, nee, ich habe ein Schrankregal voll, einen kompletten Schrank voll mit 2 Fächern und jetzt habe ich schon die nächste Schublade schon halb voll. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Hier ist irgendwas drauf. Weg, weg. Ja. Und bis neulich.